Einsatz für das Team Delta 112. Bei diesem folgenschweren Verkehrsunfall rücken auch die Polizisten Mark Westerhofen und Robin Sturm aus. Feuerwehrrettungsdienst, hallo? Da ist Mielke hier. Ja, bitte, wo sind Sie genau? Am Stammheimer Wäldchen. Was ist passiert? Wohnmobil hat mich angefahren. Ich habe Schmerzen. Die Rettungskräfte sind informiert. Bitte bleiben Sie vorne. Sie können jetzt auflegen. Hallo. Was passiert? Ich bin angefahren worden von einem Wohnmobil. Ein Wohnmobil? Oh, hast du Schmerzen? Ja. Okay, ich geh von der Hüfte. Hallo. Guck mal. Ich bin mit meinem Fahrrad gefahren und ein Wohnmobil rast wie ein Verrückter hier lang und fährt mich an und haut nach da ab. Und ja, ganz verstanden. Michael, aufgrund der Witterungsverhältnisse hole ich sofort die Trage. Ja. Wir sehen zu, dass wir nicht liegen, so sieht es aus. Sieht nach einem Oberschenkel-Halsfraktur aus. Ich bereite alles vor. Warte mal, Tratze, Schaufeltrage und dann machen wir sofort ins Auto. Okay. Alles klar. Tut das weh? Ja, hier. Hier oben, ja, hier tut es weh. Ja. Okay. Wir machen Folgendes. Ich habe das jetzt gerade mitgehört. Wir gehen folgendermaßen vor. Wenn die Sanis uns jetzt hier jetzt nicht mehr brauchen, na, dann setzen wir um und versuchen mal gerade in diese Richtung zu fahren und mal gucken, ob wir das Wohnmobil da finden. Den Hund packen wir gerade hinten in den Streifenwagen rein. Wenn ich irgendwie helfen kann. Ja. Ihr könnt gleich irgendeiner mit anfassen. Ich bin hier. Dann können wir das kleine Stück eben ohne Gurte machen. Ich soll hier unten dran gehen, ja? Ja. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin, Junge. Oh. Ja, was? Hast du? Oh. Ja, so. Lehnen Sie sich ganz normal hin. Ja, ja. So, super. Wir gehen hier. Wir machen das jetzt ohne Gurte. Deshalb alle auf mein Kommando. Bei drei. Eins, zwei, drei. Richtig. So, ich muss einmal rum. Super. Jetzt haben Sie es gleich geschafft. Genau. So, wir lassen wir das. Noch ist unklar, ob der Fahrer des Wohnmobils den Zusammenstoß nicht bemerkt hat. Die Beamten gehen jedoch davon aus, dass er in Panik die Flucht angetreten hat. Unsere verletzte Person hat uns dann eine Richtung natürlich angeben können, in welche Richtung das Wohnmobil weggefahren ist. Und für uns ist klar, ärztliche Versorgung ist gegeben. Wir haben auch keine weiteren Gefahrenpunkte hier vor Ort. Das heißt, wir machen uns erstmal auf die Suche nach dem Wohnmobil. Die Richtung war uns bekannt. Bereits nach wenigen hundert Metern entdecken Robin Sturm und Mark Westerhofen ein verdächtiges Fahrzeug. Da hinten steht was. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem weiteren Unfall aus. Das Wohnmobil, ey, das ist voll in den Graben gefahren oder so. An der Unfallstelle bietet sich den Beamten ein schreckliches Szenario. Eieiei. Was ist denn hier los? Robin? Ich bin hier. Ich geh von der anderen Seite. Aus. Hallo? Toilette ist auch frei. Ich habe gerade an das Lenkrad gepackt. Ich habe hier überall Blut. Ja. An den Handschuhen alles gut. Oh, guck mal hier, das Lenkrad ist verblutet. Voll verblutet. Holst du einen zweiten RTW? Da liegt Munix. Hier, guck mal da unten. Ey, ist alles verblutet. Ja, RTW rum auf jeden Fall. Vorsichtshalber mal. Guck dir das mal an hier. Alles voll Blut hier. Nach einer gewissen Zeit haben wir ein Wohnmobil dann gefunden. Tatsächlich, das hing so halb im Graben drin an einem Baum. Alle Türen offen und ja, der erste Eindruck, den wir so hatten, da war wahrscheinlich ein weiterer Unfall passiert mit dem Wohnmobil. Und wir hatten natürlich gleich vermutet, dass wir dort im Wohnmobil eine weitere verletzte Person finden würden. Ich brauche aber auf jeden Fall mal den Halter von dem Fahrzeug. Das Kennzeichen ist Kaufmann Eder Bertha 429. Nee, wir gehen noch nicht weiter. Wir warten auf den RTW auf jeden Fall. Na, Frage verstanden. Komm mit. Ich hab alles voll gut hier. Hallo, für den 1422, komm. Ja, der 1422. Über die Leitstelle haben wir dann eine Mobilfunknummer bekommen von dem Halter und auch natürlich die entsprechenden den Adressaten feststellen können. Ich habe den dann angerufen. Wir haben hier ein Wohnmobil mit Ihrem Kennzeichen oder auf Sie zugelassen, hier in diesem Stammheimer Wäldchen. Stammheimer Wäldchen ist das. Da müssten Sie eigentlich, wenn Sie von der Hauptstraße reinfahren, links reinfahren, da sehen Sie auch das Blaulicht schon halt. Genau. Ja, das wäre gut. Kommen Sie ruhig mal rüber. Ja, wir warten hier. Alles klar. Ja, beeilen Sie sich, ne? Jo, tschö. Fest steht, der flüchtige und schwer verletzte Fahrer des Wohnwagens ist nicht der Halter. Der kommt jetzt zum Unfallort. Kommt der hier hin? Ja, der ist auf dem Weg, genau. Weißt du Bescheid, dass dein Wohnwagen hier ist? Hallo Jungs. Also, ganz großes Problem hier. Das ist das Unfallfahrzeug. Ja. Uns fehlt der Fahrer.
Ja? Wir warten jetzt gerade auf den Halter, weil der Halter, der sitzt zu Hause. Den habe ich gerade telefonisch erreicht. Der verletzte Radfahrer ist mittlerweile transportbereit und kann ins Krankenhaus gebracht werden. An der zweiten Unfallstelle treffen die Besitzer des Wohnmobils ein. Sie haben zu Hause eine weitere schreckliche Entdeckung gemacht. Das ist unser Wohnmobil. Haben Sie das nicht vermisst? Irgendwie steht das normal so bei Ihnen zu Hause, gehe ich mal von aus. Ja, genau, in der Einfahrt. Ja. Aber da steht es jetzt gerade nicht mehr. Haben Sie gerade eben festgestellt? Definitiv nicht. Ne? Also, als Sie mich angerufen haben. Wir vermissen unsere Tochter. Die ist auch weg. Okay. Ihre Tochter vermissen Sie. Nachdem hier alle Beteiligten dann eingetroffen sind, Fahrzeughalter mit seiner Frau, die haben wir kurz mit ihm uns kurz geschlossen und gesagt, hör mal, ist das dein Auto? Sagte, ja, das ist mein Auto, aber das Erste, was er uns sagte, wir vermissen unsere Tochter. Und da kam natürlich uns dann gleich der Gedanke, es könnte ja sein, die Tochter hätte das Wohnmobil von zu Hause mitgenommen und irgendeine Tour gemacht und natürlich dann vielleicht die weitere verletzte Person ist, die sich hier irgendwo im Umfeld aufhalten könnte. Ist ja irgendwann nicht in Ordnung. Nein, alles super. Alles gut. Gesundheitlich absolut. Nein, alles top, super. Alles gut. Tippitoppi, die ist ja normalerweise. Kein Stress so, oder so. Nee, ich gar nicht. Hängt mitten in den Klausuren. Ja, sie weiß natürlich, wo die sind. Klar, also haben Sie die noch zu Hause gehabt? Da haben wir gerade nachgeguckt, als Sie uns angerufen haben. Führerschein. Bitte? Ein Führerschein. Ja, klar, hat sie einen Führerschein. Also folgende Situation. Ja. Wir teilen uns jetzt ein bisschen auf. Wir haben hier noch einen zweiten RTW halt angefordert. Wir machen jetzt zwei Grüppchen und dann suchen wir mal vielleicht ein bisschen den Umfeld hier ab. Wenn wir Ihre Tochter finden sollten. Ja, wir suchen mit, oder? Bitte ich drum. Bei Dunkelheit und extrem unwegsamem Gelände können die Beamten jeden Helfer gebrauchen. Bereits nach wenigen Minuten machen sie eine Entdeckung im Wald. Hallo. Ganz ruhig. Bitte was? Chrissy, hallo, hier ist der Rettungsdienst. Kannst du mich gut verstehen? Kannst du mich ganz gut verstehen? Ja? Guck mal, sehe ich jetzt schon. Erweiterte Pupillen auf jeden Fall. Okay, ne, pass auf, hallo. Ganz ruhig, bleib hier. Komm her. Chrissy. Hallo. Guck mich mal bitte an. Ich wusste gar nicht, dass das ist gut. Können Sie erstmal die Sanitäter arbeiten lassen? Okay. Okay. Auch wenn Sie jetzt dahin wollen, nein, ich verstehe das. Ich muss leider den Arm mal festhalten, okay? Nicht wehren. Alles ist in Ordnung. Okay. Machen wir. Wohin? Ja, warte mal ganz kurz. Wir wollen dir nur helfen, okay? Okay. Komm, wir gehen direkt einfach in den RTW. Die junge Frau reagiert kaum auf Anweisungen und halluziniert offensichtlich. Noch gehen alle Beteiligten davon aus, dass in diesem Fall Betäubungsmittel die Ursache für ihren bedenklichen Zustand sind. Fühlt dir da irgendwas weh? Ich bin auffällig, ein großes Problem, ne? Gar nichts. Hier auch nicht an den Schultern. Warum warst du denn mit dem Wohnmobil unterwegs? Lernen. Hm. Okay. Ja. Das ist ein Wohnmobil. Ja, ist nichts rauszufinden. Gar nichts. Ja. Erstmal. Müssen wir. Dass du da hinten noch einen Unfall hattest, weißt du das? Mit dem Fahrradfahrer? Weißt du gar nicht, ne? Das bringt nichts. Mach keinen Zweck. Also ich würde einen Drogenschnelltest. Chrissy, ich tue dir ja so ein bisschen was in die Nase rein, ja? Ein Drogenschnelltest soll Klarheit bringen, welche illegalen Mittel die junge Frau zu sich genommen hat. Das Ergebnis erstaunt sowohl die Beamten als auch die Kollegen des Rettungsdienstes sehr. Drogentest sagt, ist negativ. Negativ? Also negativ. Marc, hast du mit? Das ist negativ. Ich würde sagen, wir fahren schnellstmöglich in die Klinik. Tut dir mal bitte nur trotzdem eingefallen, dass einer von euch mit hier, also mit hier hinten mitfährt. Okay. Falls irgendwas sein sollte, sie sich irgendwie abschneiden sollte oder sonst irgendwas. Hör mal, ganz kurz, kann die Dame mitfahren mit euch? Ja, noch? Bitte vorne am Beifahrer. Wo du sagst, gar kein Problem. Wir würden dann jetzt auch losfahren. Ich bin dann hier vor Ort geblieben, habe mit der Leitstelle noch mal kurz einen Abschleppwagen halt hierher geordert, die das dann mit dem Wohnmobil hier klären. Das wird dann abgeschleppt. Ich bin auch Vater und wenn meine Tochter jetzt in dieser Situation sich hier hätte wiedergefunden und ich als Elternteil absolut nicht weiß, was los ist, also ich glaube, ich würde mir auch. Ja, ich sag mal, das Herz mal in die Hose rutschen. Auch auf dem Weg zur Klinik am Südring tritt keine Verbesserung ein. Da keine Drogen im Spiel sind, befürchten die Rettungskräfte, dass möglicherweise Hirnblutungen für ihr Verhalten verantwortlich sind. Hallo, hallo, ganz ruhig, alles gut. So, wird da was unsicher hier auf dem Bein, ne? Wie ist denn dein Name? Ihr habt den Namen? Ihr habt den Namen. Christina ist der Name. Okay.
Alter? Ich gehe mit den Eltern kurz gehen zur Aufnahme. Ja. Einmal hinsetzen, Christine. Ich habe euer Schläfchen da und alles. Einmal hin. Erkläre euch schon alles mal. Nehmen wir einmal Beine hoch. Jawohl. Und ein bisschen hochrutschen. So, einmal liegen. Einmal Christina, liegen. Christina, einmal hinten. Also, wir haben die Dame vorgefunden, war irgendwie ein Verkehrsunfall im Wald. Pupillen sind ziemlich groß und erweitert. Blutdruck war 120 zu 70, relativ normal. Puls war relativ schnell. Die Polizei hat wohl vor Ort einen Drogentest gemacht, ist wohl negativ ausgefallen, komplett negativ. Aber sie ist schon ziemlich rot, richtig, ne? Scharlachrot im Gesicht. Genau, wir haben eine kleine Tamponade in die Nase getan, nichts weiter, keine Wiege gelegt, absolut gar nichts. Das machen wir jetzt, ja. Genau, und den Rest müsstet ihr dann hier... GZ haben wir gemacht, ne? Genau, ja, stimmt, GZ haben wir noch. 133. Ja, war nochmal? Ja, genau, also es ist keine Hypoglykämie oder dergleichen. Für uns hier im Krankenhaus ist es ganz besonders wichtig, dass man mit allen an der Rettung beteiligten Personen wirklich Hand in Hand arbeitet. Das funktioniert auch nur so, wenn jeder seine Aufgabe hat, sein Aufgabenfeld. Und hier besonders ist es auch wichtig, dass wir die Informationen von draußen, von den Rettungsteams bekommen, damit wir nicht die ganze Behandlung nochmal von vorne anfangen müssen, sondern dass wirklich Hand in Hand geht, um auch wirklich wertvolle Zeit zu sparen. Sie müssen sich einmal anlehnen. Kommen Sie, wir müssen. Es geht jetzt weiter. Einmal ganz kurz anlehnen. Ganz ruhig, Christina. Könnt ihr gerade noch einen Moment hier bleiben? Das ist ja so gar nicht möglich. Leg mal gerade eine Vigo und dann müssen wir ein bisschen sedieren. Nein, einmal ganz ruhig. Einmal ganz ruhig. Ist gut. Guck mal, das ist die Ärztin. Du hast mir eben auch so schön deinen Finger gegeben. Ja? Jetzt gibst du der Ärztin nochmal deine Hand. Ganz, ganz ruhig, genau. Ah, alles gut. Alles gut. Alles gut. Christina, alles gut. Ganz ruhig. Können wir gar nicht in Ruhe untersuchen. Haben Sie irgendwas eingenommen? Nehmen Sie Medikamente ein? Das ist ja ganz woanders. Ja, sie nimmt gar nichts, überhaupt nichts. Das kriegst du jetzt live mit, ne? Das hat sie eben die ganze Zeit gesagt. Okay. Und irgendwelche Rechenformeln, dann Elefanten hätte sie gesehen oder stehen da vorne irgendwie im Weg. Ist das Aktionsprinzip? Mhm. Das leiten wir jetzt mal in die Wege und dann werden sie auch was ruhiger, ne? Damit wir sie untersuchen können, ja? Sie werden jetzt ein bisschen müde werden. Es ist so, dass die Patientin ja verunfallt war. Sie ist mit dem Wohnmobil im Wald irgendwie verunglückt. Und sie war schwer verwirrt. Und wie gesagt, diese Pupillenweitstellung kann auch auf Verletzungen im Gehirn halt hindeuten. Ist 18 geworden gerade oder hat sie einen Geburtstag gehabt? Ja, das haben wir jetzt schon drei Monate her. Ja, okay. Ich meine, wir waren alle mal irgendwie jung oder so. Das ist keine Sie haben vollkommen recht. Aber ja. Normal ist es natürlich nicht. Ne? Wir kennen ja auch das ganze Umfeld. Guck dir doch mal die Hautreaktion an. Ich kann mir das nicht erklären. Nein, das ist doch nicht. Du musst doch schon nur am Lernen und am Schlafen. Ja, verstehe. Ja, ja. Gerade die Schleimhaut ein bisschen angucken. Die Haut war scharlachrot. Außerdem war sie sehr tachykard und die Schleimhäute wirkten sehr trocken. Da gibt es die differenzialdiagnostisch gibt es einmal die Möglichkeit, dass sie wirklich eine innere Verletzung im Kopf hat, ja, Gehirnbluten. Oder aber auch, dass es darauf hinweist, dass irgendwas mit dem vegetativen Nervensystem nicht stimmt. Und das gilt es jetzt ganz dringend rauszufinden. Birgit Maas ordnet eine Computertomographie an. Sie zieht aber immer noch eine andere Ursache für die Symptome in Betracht. Nancy, kannst du vielleicht mit den Eltern noch mal sprechen? Die müssen zu Hause mal nachgucken, ob die irgendwas genommen hat. Die sollen alles, wirklich alles mitbringen, was sie finden können, ja? Okay. Ja. Super. Alles Gute. Ja, danke euch. Tschö. Gibt es irgendwas an Medikamenten, die Sie zu Hause haben? Natürlich, die ganz normale Hausapotheke. Okay. Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Für die Pumpe ein bisschen was oder so. Okay. Wären Sie so freundlich und könnten nach Hause fahren und alles, was Sie da haben, egal was irgendwo in irgendwelchen Schränken ist, können Sie es bitte vorbeibringen? Können wir uns das alles mal angucken und vielleicht finden wir da die Ursache des Ganzen. Ja, muss ja liegen. Gar keine Frage. Ja, gut. Das wäre echt super, wenn Sie es machen können. Ja? Das CT war unauffällig von der Christina. Das hat aber jetzt eigentlich nur meine Vermutung von vorhin bestätigt, dass es sich hier um irgendeine Vergiftung handeln muss. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wir hatten ja die Eltern nach Hause geschickt, um zu gucken, ob irgendwas rauskommt, was sie zu sich genommen hat. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt drauf. Eine Stunde später geht es der jungen Frau wieder ein wenig besser. Der Vater ist mittlerweile mit der Hausapotheke eingetroffen. Die darin enthaltenen Medikamente bringen Erstaunliches ans Licht. So, Sie haben da Medikamente mitgebracht. So, dann gucken wir mal. Darf ich das kurz hier drauflegen? Ja, klar. Ja? Nancy, darf ich dir das kurz geben? Danke dir.
So, dann gucken wir mal, was wir hier alles haben. Homöopathisches Lufa. Guck mal, ob du da jetzt gucken kannst, ob du davon irgendwas genommen hast. Nee, so ist es nicht. Also Natur ist ja nicht immer gut. Ich glaub, das war das. Tollkirsche, da haben wir es ja. Wie viel hast du denn davon genommen? Weiß nicht, ich habe das einfach angesetzt. Mama nimmt das auch morgens immer zum Wachwerden. Und die Tollkirsche macht genau diese Symptome. Ja? Da ist Atropin drin, beziehungsweise Atropin wird auch daraus hergestellt. Mhm. Ja, das lähmt, das setzt das ganze vegetative Nervensystem außer Kraft. Ja, also das ist hochgradig gefährlich. Und davon hast du eine halbe Flasche hier, da ist ja kaum noch was drin. Ja, ich habe das einfach angesetzt. Ich wusste jetzt auch nicht, wie viel man davon Mann, nehmen sollte. Das ist aber wie kommst du denn auf die Idee? Warum nehmen Sie die denn? Also aus welchem Grund haben Sie sich die verschreiben lassen? Das ist ja eigentlich, hat das ja schon so eine anregende, stark anregende Wirkung ja, eigentlich. Wenn ich morgens so groggy bin und nicht gut geschlafen habe und damit ich dann halt dementsprechend leistungsfähig bin an dem Tag, dann nehme ich auch mal einen Tropfen. Warum musstest du das erleben, Maus? Ja, ich hatte so einen Druck wegen den Klausuren und allem und ich musste einfach auch dann den Abend noch nutzen und die Nacht ein bisschen. Ach, du bist doch eine super Schülerin. Ja, aber ich hatte einfach Angst, dass ich das nicht schaffe. Das ist so viel einfach. Gut, aber jetzt liegt sie hier, ne? Und ich meine, das ist noch mal gut gegangen. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Bei der Christina hat sich gezeigt, dass sie ja sehr aufgeputscht war, sehr verwirrt war. Das heißt, ich will das mal so erklären, das hat ja jetzt das vegetative Nervensystem betroffen. Da gibt es zwei Gegenstände. Das eine ist der Sympathikus, der so für die Erregung sorgt eigentlich. Und es gibt den Parasympathikus, der als Antagonist natürlich dann für Ruhe sorgt. So, durch dieses Medikament ist jetzt dieser für Ruhe sorgende Nerv ziemlich ausgebremst worden. Und da gibt es dann halt ein Gegenmittel, das haben wir ihr verabreicht. Und dann hat sich auch langsam die Rötung zurückgebildet. Sie ist wieder ein bisschen klarer im Kopf geworden. Und das war jetzt auch wirklich allerhöchste Eisenbahn. Die Patientin konnte bereits am nächsten Tag das Krankenhaus verlassen. Sie will in Zukunft auf leistungssteigernde Medikamente und homöopathische Mittel verzichten.